Halli und Hallöchen und herzlich. Oh, ich muss gerade meine Maus mal irgendein Krümel da drosseln. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich wirklich erstmal an die Störung gewöhnen. Ich habe jetzt. Okay, wir sneaken. Ach, das war Z. Hä? Oh mein Gott. Ja, toll. So. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, es funktioniert alles. Denn, ja, ich habe jetzt DayZ gespielt und Minecraft. Und sehr, sehr lange nicht mal Skyrim. Deswegen bin ich ein wenig schlecht. Und was habe ich gerade beschworen? Aha. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Leute, ich bin gerade ein wenig angepisst. Hui. So. Ich nehme jetzt lieber den. Ach, wir haben eine neue Stufe. Leute, ich komme gar nicht mehr klar. Wir nehmen jetzt den Bogen und machen ein wenig Assassinenkampf. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst vor diesem Drachen. Aber er ist wieder gelandet. Oh mein Gott, geht auf mich? Nein. Ziehen die Pfeile überhaupt ab? Ja, ein bisschen was. So, wir verstecken uns mal wieder. Hoffen, dass er uns nicht findet. Boah, ich muss wirklich erstmal wieder mit der Störung klarkommen. Leute, das tut mir leid. Oh. Schießen muss ich auch lernen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, er ist gleich tot. Aber er ist hier gleich um die Ecke. Ich glaube, wir rennen noch mal ein wenig weg. Oder, ja, wäre das Beste, glaube ich. Wo ist der denn jetzt? Ach, dort. Leute, meine Schießkünste sind wirklich die besten. Ihr seht's, ich treffe richtig gut. Komm, wir probieren mal einen Sprungschuss. Okay, das funktioniert nicht. Toll. Leute, ich bin richtig gut geworden in Skyrim. Angreifen kann ich ihn auch nicht. Wo ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Wow, fuck. Wieso zieht das denn so viel ab? So. Gesundheit erstmal steigern. Verdammt, Leute. Ich weiß auch nicht, wieso ich so gut bin gerade. Ich muss mich wirklich erstmal wieder reinfinden und ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Okay. Oh ja. Komm. Und Landsknecht 4. 80% mehr Schaden. Und wir können ein wenig mit dem Bogen spielen. Wenn ich denn sehen würde, wo er ist. Wir gehen mal hier hin. Und da ist er. Und unser Finalschuss. Er ist tot. Yippie. Leute, das ist für den Anfang. ja, es war richtig toll. Und wir sind gar nicht zweimal gestorben. Oder vielleicht sogar dreimal. Ja, aber wir haben es jetzt geschafft. Die ist fast tot. Pech gehabt. Ich wechsle mal meinen Schrei. Mein Gott, ich müsste das eigentlich mit den Schnelldingern machen. Habe ich noch gar nicht Seelenreißer? Habe ich doch. Wieso habe ich den denn nicht hinzugefügt? So, die Seele kommt, glaube ich, gleich nach. Wir rennen schon mal zu dieser Höhle, in die wir hin müssen. Oh, ich mag das immer. Ich mag das immer, wenn dieser Lichtschatten, was auch immer uns umgibt.
So, eine Drachenseele aufgenommen. Und weiter geht's. Und Leute, ja. Wieso ich heute aufnehme? Heute ist, ja, der Tag, an dem ich eigentlich das Video hochladen müsste. Also, das, was jetzt vorher kam. Ich würde mal sagen, wir wechseln unsere Waffe. Und töten mal den Bären, der hinter uns ist. Und der ist tot. Und ich habe schon wieder Gegner. Willst du mich verarschen? Ich kämpfe heute eigentlich nur die ganze Zeit. Oh ja, Magier. Ich probiere mal mit Leertaste meine Waffe zu zucken, aber es ist ja wie sie so. Oh, ich wette, der ist so gut. Aber der wird schön von den anderen Magier getötet. Feuermagier und der andere ist bestimmt ein Frostmagier oder sowas. Tja, du darfst mich abschießen, wenn du willst. Verlierst schön Leben dadurch. Oh, jetzt hat er getroffen und das zieht wirklich ab. Aber mein Freund, ich bin auch ein Magier. Okay, die bekämpfen sich wieder. Ich habe keine Ausdauer zum Wegrennen. Oh nein. Hui. Ich kann den einfach nicht einholen, weil ich nicht sprinten kann. Halt, wie viel das abzieht. Geh weg. Getroffen. Schnell dahin. Ich bin hier noch verlooten. Okay, der hat nichts. Na, dann ist der jetzt dran. Wir können wieder nicht sprinten. Aber der greift was anderes an. Bitte, voll die Kampffolge. Erst ein Drache, der uns zweimal tötet. Dann dieser Bär. Dann dieser Magier, der uns fast umbringt. Eismagier, wie ich es gesagt habe. Und er ist sofort tot. Also, nein. Man nimmt doch so. Ja, Leute, ich muss mich wirklich erstmal wieder gewöhnen. Denn bei mir ist F nehmen und Leertaste. Nein, bei mir, also bei DayZ ist F nehmen und Leertaste Waffe zücken. Und hier bei Skyrim ist das genau andersrum. Dass F bei mir Waffe weglegen ist oder was nehmen ist. Und nein, F ist Waffe weg. Ach, ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich bin so, ich hätte sogar noch einen Säbelzahntiger. Nein, zwei Säbelzahntiger. Wo ist denn Serana, wenn man die einmal braucht? Schlag mir die ganze Zeit vorbei. Okay, und wir rennen weg und heilen uns mal. Und können natürlich nicht sprinten. Und töten ihn erstmal. Wo ist denn der? Ich sehe ihn einfach nicht. So, Leute. Tut mir leid, dass ich wirklich gerade so noobig bin, aber ich habe wirklich gerade die Steuerung verlernt. Ich glaube, ich erzähle das jetzt genug. Lang genug für euch. Ich glaube, das nervt euch schon richtig. Der hat die Störung verlernt, der hat die Störung verlernt. Interessiert kein Menschen. Tut mir leid. Nein, Spaß. So, wir spielen jetzt wieder ernst. Ich hoffe, dass ich die Steuerung jetzt wieder beherrsche. Halbwegs. Das war richtig fies, dass DayZ genau andersrum ist als Skyrim. Böse, böse. So, hier ist eine Höhle. Und ein Fuchs, der wohl sterben will. So, dann gehen wir mal rein. Und ihr wundert euch sicherlich, wieso ich das nicht wusste, wo die Höhle ist. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen, sehr, sehr lange. Das habt ihr an der Steuerung gemerkt bei mir. Und deswegen weiß ich auch nicht mehr genau, was wir letztens gemacht haben. Okay, ich erinnere mich ein wenig. Und das weiß ich, das ist die... Hä, wo sind wir lang gerannt? Ja, das ist die Vampirfolge. Mehr weiß ich dann auch nicht. Und diese Spinnen, wie putzig. Leider haben die nichts drauf. Da soll ich lieber sagen, Gott sei Dank, haben die nichts drauf. Okay, eindeutig geht's hier zurück. Boah, diese Vampiraugen immer. Sieht richtig toll aus. Ah, ich erinnere mich, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Ja, das kann sein. Ich hab's rausgekommen mit der Steuerung. Ich wollte gerade zwar wieder F drücken, aber ich hab Leertaste gedrückt. Yippie. Ach, naja. Ich könnte das auch bei DayZ ändern. So schlimm wäre das nicht. Dann ist zwar Springen und das alles anders, aber F und Leertaste könnte ich wirklich ändern. Naja, wir brechen jetzt erstmal ein. Wow. Oh mein Gott. Fast habe ich keine Luft mehr bekommen. Oh nein, geht's hier etwa runter. Und die Spinnen. Boah.
Okay. Wer ist da? Kommt doch her. Wo seid ihr? Wusste ich doch, dass ich das gesehen habe. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe nur ein... Ich habe nur rote Umrisse gesehen, mehr nicht. Wer ist da? Und noch mehr Gegner. Wo denn? Ich sehe gar keine. Oh, hinter uns. Oh, und die ist gar nicht so klein. Ach, wie ich spinnen mag. Oh, Gott sei Dank, der Schrei ist abgebrochen. Und das ist die falsche. Okay, die greift mich an. Bei der nächsten werden wir den Schrei verwenden. Hier muss man immer auf Decken gucken, wo Löcher sind. Dort kommen dann auch meistens diese Spinnen raus. Oder auch dort. Und Alter, wie die fast tot ist. Woher seid ihr gekommen? Der einfach nur durch einen Schrei fast tot ist. Ich mag diesen Schrei, Leute. Ich glaube, das habe ich oft genug erzählt, erwähnt, was auch immer. However. Heißt das however? Oder whatever? Keine Ahnung. Ich laber schon mal wieder Mist. Ja. Oh, toll. Komm, können wir hier wenigstens raus? Ja. Yippie. Und 10 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir können... Ach, ich weiß, wir haben mit der Dämmeracht-Folge die Vampir-Folge überholt. Und deswegen werden wir in der Folge ein bisschen was erfahren. Und in der Dämmeracht-Folge, die dann anschließend zu der rauskommt, erfahren wir dann noch mal ein bisschen mehr. Ist das nicht toll? Das gefällt mir echt gut. Und hier sind voll viele Zutaten. Leider brauche ich die nicht. Glaube ich zumindest. Aber ich wollte gerade schon wieder F benutzen. Warum würde jemand hier lagern wollen? Ich habe keine Ahnung, Serana. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Die leben bestimmt noch irgendwo. Die werden uns wohl töten wollen. Oh nein, die liegt hier tot. Na dann. Okay, die Notiz lesen wir nicht mal. Wir überspringen mal. Und ich wette, Serana wird es auslösen. Wir gucken mal zu. Oh, die Spinne wird es erwischen. Oh nein, Serana wird es erwischen. Oh, Serana hat es nicht erwischt. Das ist toll. Ja, toll. Toll, dass Serana nicht gestorben ist. So, dann haben wir nicht einen Begleiter mehr hier, dort wo wir jetzt hinreisen. Denn ich glaube, dort werden wir Begleiter brauchen. Denn dort gibt's echt... Es gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Echt starke Gegner. Und waren hier alles voller Trolle, wenn ich mich... Ja, okay. Ich weiß, wo wir sind. Ich dachte, wir haben das schon geschafft. Bitte erwisch ihn. Oh, ich bin so klug. Ich mag Trolle. Die erinnern mich an Affen. In diesem Spiel. Die springen immer so wie Affen rum. Mir gefällt's. Den einen oder anderen vielleicht nicht so. Aber mir gefällt's. Und ich kann schon wenig sprinten, weil ich so ein schöner Vampir bin. Hey, was geht? Oh, der trifft mich und ich den nicht. Kann das sein? Oh ja, das wird knapp. Wir laufen lieber weg, bevor es zu knapp wird. Und jetzt laufen wir nochmal zu ihm hoch. Oh nein, das ist Serana. Nicht Serana schlagen. Oh, er ist dort. So, auf Wiedersehen. Und ja, weiter geht's. Oh, ich kann nicht sprinten. Ich liebe das so bei Vampiren. Und wer ist dieser mysteriöse Typ? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Na dann, gönnen wir uns erstmal Aurels Segen. Okay, ja, sprechen wir mal den an, den Typen. Hallo? Oh, nein. Leertaste. Ich bin Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Hallo. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosh, Akatosh, so viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Okay, ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Okay, was für eine Art von Hilfe benötigt ihr?
Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Okay. Meinen Bruder. Oh, den Bruder. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Okay, das ist aber deine Entscheidung, wenn du deinen Bruder töten willst. Was genau haben die Betrogenen denn getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Na dann, ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt. Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschrein? Ja, lasst es mich euch zeigen. Okay, dann zeig mal her. Leute, bald kommt ein Spiel raus, das ich spielen werde. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Aber ich sage nicht welches, aber ihr glaubt, ihr wisst schon welches. Also ich glaube, ihr wisst schon welches. Ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das? Ich hätte auch irgendwie Bock, Oblivion noch zu spielen. Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen. Sei nicht so fies, Serana. Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Na gut, dann machen wir das mal. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen. Und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage, einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele Wegschreine gibt es denn? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Okay, ich habe ihn bekommen. Ich muss noch... Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, also auffüllen halt. Hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Okay, ich breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt.
Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Ja, ich hab alles. Vielen Dank, Ritter Paladin, Gallebor, irgendwas. Fragen? Nö, danke. Ich reise jetzt weiter zur Schwarzwallpassage. Mist. Ja, da habe ich aus Versehen mal wieder F gedrückt. Oh, wie die zugehen. Also, ja, das hier soll Dunkelheit symbolisieren. Diese Passage. Und oh mein Gott, ich hasse diese Viecher. Woher seid ihr gekommen? Gott sei Dank kann Seelenreißer so viel abziehen. Sonst wären wir jetzt tot. Also die Viecher sind richtig stark. Ich speichere lieber mal, denn wir müssen gleich Schluss machen. Aber ich will noch ein wenig weiter reisen, weil das hier so richtig cool aussieht. Ich wusste es. Ich kenne mich ja hier schon mal ein bisschen aus in solchen Falmerhöhlen und weiß, wo diese Falmer gern rausspringen und mich verdammt probieren zu erschrecken. Ich drücke immer wieder F. Hier kommt wohl keiner. Na gut. Wir machen hier einmal Schluss. Ich verabschiede mich. Und ja, wenn ihr ja ein bisschen was weiteres erfahren wollt, wie es hier so ist, könnt ihr gerne mal in der Dämmerungsfolge nachschauen. Die verläuft nämlich parallel zu dieser. Nur, dass wir halt dort ein bisschen weiter schon sind. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr von dieser Höhle gesehen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt hier. Und ich glaube, ich habe jetzt bestimmt 5-mal das heißt gesagt. Nein. Also, auf Wiedersehen. Und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.